Heute zeige ich euch, wie man die Pfotenhaare schneidet. Man sollte das machen, weil im Winter vor allem da die Eisballen dran hängen bleiben oder im Sommer sich auch hier Grannen verstecken. Also es ist immer schön, einfach fürs Wohlbefinden des Hundes, dass hier unten die Pfötchen einfach freigeschnitten sind. Und wenn ihr das nicht beim Hundefriseur macht, dann versucht euch zu Hause. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, wie man den Hund richtig hält beim Krallenschneiden. Und dieses Video könnt ihr auch dafür nutzen, wie man die Pfötchen schert, ausschert. Ne? Auch bei so langen Pfötchenhaar rutscht der Hund auf Fliesen und so. Es ist einfach nicht angenehm. So, ihr haltet den Hund, dass ihr die Foto gut sehen könnt. Wenn euer Hund entspannt ist, dann könnt ihr das auch machen, wenn der Hund liegt oder schläft. Das ist egal. Hauptsache, ihr könnt die Foto gut sehen. Dann habt ihr eure Schermaschine. Und ihr nehmt die Pfote, macht eure Schermaschine an und schert im Halbkreis hier rein. Ihr könnt richtig reingehen, nicht zu dolle. Ne? Und dann nochmal auf der anderen Seite. So. Dann habt ihr hier drinnen die Pfötchen ausgeschoren. Also im Halbkreis rein und die andere Seite rein. So. Dann wird immer hier oben der Fußballen noch mit angeschoren. Ne, dass da die Haare weg sind, genauso wie hier an der Seite. Ne, und da gehe ich dann einfach immer nur lang. Ich ziehe mir die Haare hoch, dass sie mir ein bisschen entgegenstehen. Und dann schere ich sie weg. Seid vorsichtig, dass ihr den Hund nicht verletzt. Vor allem nicht hier rein, denn hier ist die ganz empfindliche Haut. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da kann man relativ schnell reinscheren. Deswegen, wenn ihr hier den Hund schert, seid da bitte schön vorsichtig. Macht immer nur die Seiten und geht nicht direkt rein. Sehr wichtig. So. Dasselbe zeige ich euch nochmal mit dem Kamm und mit einer Schere. Bitte achtet darauf, dass die Schere schön scharf ist und nehmt keine Bastelschere. Ihr könnt auch im Rossmann oder DM könnt ihr halt eine ganz normale Haarschneideschere kaufen. Die kostet 10, 15 Euro. Das ist okay. So, ihr kämmt euch alles nach vorne oder nach hinten zum Ballen. Ne, man kann den kaum erkennen. So, man kämmt sich alles raus. Und auch hier wieder in einem Halbkreis nehmt die Haare am Fußballen, am Ende des Fußballens, nehmt die zurück, dass ihr da einen besseren Überblick habt. Und dann schneidet ihr auch wieder im Halbkreis die überstehenden Haare einfach weg. Zieht euch die raus, hier zum Beispiel, der liegt ein bisschen an, zieht euch den raus und schneidet. Und wie gesagt, nehmt hier den Ballen ein bisschen als Guide. Auch hier wieder, ich ziehe die Haare raus. Auch hier, alles, was so drüber steht, schneide ich einfach ab. Das ist dann hier drinnen nicht ganz so kurz geschnitten wie bei der Schermaschine, aber das reicht auch schon aus. Vor allem, wenn sich jetzt hier irgendwie Dreck sammelt oder so, dann könnt ihr das besser sauber machen. Und auch hier wieder, ihr nehmt den Kamm, kämmt es nach unten, guckt, wo der Ballen ist. Hier fängt der Ballen an, also hier. So, einfach, dass ihr eine Richtung habt, dass ihr nicht in den Ballen schneidet. Macht das mit euren Daumen und dann schneidet ihr da die überstehenden Haare ab. Und dann habt ihr eure Pfötchen geschnitten. Mit der Schere. Alle Werkzeuge, die ich hier benutze, werde ich in die Videobeschreibung packen und dann könnt ihr selbst gucken, ob ihr euch die besorgt.